Servus und herzlich willkommen zu unserem neuen 1:1 Talk. Wir haben heute mal wieder Besuch von den FC Bayern Basketballern und zwar einen ehemaligen Nationalspieler, der beim vorletzten Titelgewinn unserer Basketballer 2014 noch Kapitän war und mittlerweile die U14 trainiert. Herzlich willkommen, Steffen Hamann. Hallo. Steffen, wir müssen jetzt erstmal Licht ins Dunkel bringen, denn wenn man sich über dich informiert im Internet, dann heißt es schwankende Angaben zur Körpergröße zwischen 1,85 und 1,95, glaube ich. Verrat uns doch mal, wie groß bist du denn? Es ist tatsächlich tagesabhängig. Ich bin 1,94, also ich wurde schon öfters gefragt, aber wie das zustande kam, weiß ich nicht. Aber 1,94 ist meine aktuelle Größe. Im Alter wird man dann auch ein bisschen kleiner, aber aktuell 1,94. Absolute Gardegröße auf jeden Fall für einen Point Guard auf der Position, auf der du gespielt hast. Wir wollen mal ganz zurückgehen zu deinen Anfängen. Du stammst ja aus der Nähe von Bamberg, wo Basketball sehr groß geschrieben wird. Wie hat bei dir alles angefangen mit Basketball? Ja, tatsächlich, das Zugpferd war Bamberg. Bamberg war schon lange in der ersten Liga dabei und da geht man natürlich auch damals noch in eine kleine Schulturnhalle. 1.500 Zuschauer waren da und dann geht man natürlich als Kind gerne mal zu so einem Basketballspiel und ich fand es faszinierend. Damals war auch noch Kai Nürnberger, der Point Guard der Bamberger und er hat auch ein Sportgeschäft und ich war da fast jeden Tag drin, habe versucht auch da mal ein Autogramm zu bekommen von ihnen und ich fand es einfach faszinierend, dass so viele Leute und so viel Begeisterung in der Halle einfach herrschen kann und dann war ich 12, 13 Jahre alt und habe zu meiner Mutter gesagt, ja, Mama, ich will jetzt auch Basketballer werden. Sie so, ja, okay, wie es halt so ist. Und nächste Woche willst du was anders werden. Aber ich habe es dann auch tatsächlich durchgezogen, ein bisschen Fußball probiert, hat auch Spaß gemacht. Aber Basketball war dann eher meine Leidenschaft. Und wenn man dann eben so eine große Hausnummer wie Bamberg vor der Haustür hat, dann versucht man natürlich auch da irgendwann mal aufs große Parkett selbst zu kommen. Du hast dich dann etabliert als junger Spieler in Bamberg, bis 2005 auch deutscher Meister geworden. Erzähl mal von dieser Anfangszeit als Profi. Du, Bamberg war ja tatsächlich nicht das Aushängeschild im deutschen Basketball. Wir haben in meinen ersten Jahren, so die Anfänger, hatten wir dann doch um Abstieg gespielt oder um vielleicht in die Playoffs zu kommen. Aber dann hat sich das toll entwickelt. Es kam die neue Halle in Bamberg. Fankultur wurde immer größer. Und dann haben wir tatsächlich 2015 die erste Meisterschaft geholt nach Bamberg. Und, 2005 die erste Vereinsmeisterschaft geholt nach Bamberg. Und dann standen da 20.000 Leute, mehr oder weniger zwei Tage auf dem Rathausplatz. Und wir haben da durchgefeiert. Und das war einfach eine Riesenfaszination. Und dann 2007 mit der zweiten Meisterschaft nochmal einen Höhepunkt gesetzt. Und dann musste ich mich entscheiden. Also entweder bleibe ich dann meine ganze Karriere in Bamberg. Und dann ging es für mich weiter über Berlin nach München und ja, war eine schöne Zeit. Na, jetzt hast du aber eine Station vergessen, du bist ja auch noch ins Ausland gegangen, nach Bologna. Ich glaube, es lief nicht ganz so gut dort, aber wie wichtig war das als Erfahrung, als junger Spieler auch ins Ausland zu gehen? Ich glaube, ich hätte mich geärgert, wenn ich es nicht gemacht hätte. Es war natürlich kein einfacher Schritt, von Bamberg wegzugehen, aber Bologna, ein großer Verein damals gewesen, ist immer noch, jetzt in der zweiten Liga, aber trotzdem eine riesen Fankultur. Es lief auch super, die ersten 3-4 Monate für mich, viel Spielzeit bekommen, die Fans haben mich gemocht und dann kam ein neuer Trainer und der mochte mich nicht wirklich, sagen wir so, und der hat auf seine alten Eisen gesetzt, habe nicht viel Spielzeit bekommen und mir war es dann viel wichtiger, zu spielen, als meinen Vertrag auszusitzen. Und dann hat mich der Verein wieder gehen lassen, ich bin zurück nach Bamberg gewechselt. Im Nachhinein wurde der Trainer, nachdem ich gegangen bin, auch gefeuert wieder aus Bologna. Aber ich glaube, ich bereue keine Sekunde, da gewesen zu sein. Und es war eine schöne Zeit, leider ein bisschen kürzer als geplant, aber es war eine tolle Erfahrung. Du bist dann zurück nach Bamberg, bist nochmal Meister geworden 2007 und bist dann relativ überraschend nach Berlin gewechselt. Für die Fans dort warst du im Endeffekt ein Buhmann. Wie war dieser Wechsel? Ganz, ganz schwierig für mich. Also im Endeffekt war ich dann der Buhmann in Bamberg, weil ich zum großen Rivalen Berlin gewechselt bin. Aber ich glaube, nach einer gewissen Zeit haben mich die Berliner Fans auch sehr, sehr gemocht. Waren leider nicht erfolgreich in dem Sinn, dass wir eine Meisterschaft gewonnen haben, aber in meinem ersten Jahr im Eurocup im Finale erst gescheitert, den Pokal gewonnen. Leider keine Meisterschaft gewonnen, aber ich glaube schon, dass es eine schöne Zeit auch war für mich. Aber der Schritt von Bamberg zum großen Rivalen Berlin, ich habe auch lange mit meinen Eltern gebraucht, bis wir es erzählen konnten und haben gewartet, bis die Playoffs dann zu Ende waren und dann sind wir da in die Öffentlichkeit gegangen und es war erstmal kein schöner Moment, dann in Bamberg wieder spazieren zu gehen und von jedem angesprochen zu werden. Viele waren traurig, viele waren sauer, aber trotzdem, also für mich war es klar, dass ich mich entscheiden musste, entweder in Bamberg bleiben für lange Zeit oder eben nochmal eine neue Herausforderung zu finden.
Und dann kam der nächste überraschende Wechsel. Du bist nämlich nach 3 Jahren Berlin in die zweite Liga gewechselt zum neuen Projekt, zum FC Bayern. Wie hat man dich davon überzeugt, diesen Schritt zu gehen in die zweite Liga? Ja, da kamen viele Faktoren zusammen. Also erstmal der große Name FC Bayern und natürlich auch, dass Uli Hoeneß hinter dem ganzen Projekt gestanden hat. Und dann natürlich, dass Dirk Bauermann der Trainer war, mit Damon Green noch ein Nationalspieler nach München gewechselt ist. Und für mich war so auf lange Sicht einfach ein Riesenprojekt, dass ich das da entwickeln kann. Und da wollte ich von Anfang an dabei sein. Und es war eine coole Zeit, in der zweiten Liga auch zu spielen. Da hat man schon gemerkt, wow, da kann richtig was nach vorne gehen. Haben dann auch das große Spiel gehabt in der Olympiahalle vor 12.000 Zuschauern gegen Würzburg. Und da hat man auch gemerkt, oh, in München gibt es auch die Leute, die da Bock drauf haben. Und natürlich ist München eine sehr schöne Stadt. In München, das Projekt sehr schnell, sehr gut aufgenommen. Wie war es denn mit den Bayern in fremde Hallen zu fahren? Denn da wurde dieses Projekt ja nicht ganz so gern gesehen. Ja, wie es so oft ist, wenn Bayern irgendwo hinkommt, dann gibt es geteilt viel Freude, dass so ein großer Verein eben auch zu Gast kommt. Oder eben auch der Neid oder der Hass, ja, würde ich schon fast sagen, dass da der große Verein FC Bayern kommt. Also das war so immer geteilt, aber jedem Menschen kann man es eh immer nicht recht machen. Insofern haben wir das immer ganz gut hingenommen. Klar war es für uns doppelt schwer, auswärts zu spielen, weil die wollen immer, dass die Bayern verlieren. 2011 dann der Aufstieg, also nach deiner ersten Saison mit den Bayern, und 2014 dann die Krönung. Meisterschaft, du warst Kapitän. War das vielleicht so der besonderste Titel für dich mit den Bayern? Ja, mit den Bayern, es ist schwer zu sagen. Also jede Meisterschaft hatte in meiner Karriere irgendwas Besonderes, weil es eben auch die erste Meisterschaft für Bamberg war, für meine Heimatstadt quasi, wo man groß geworden ist, ja, wo der Verein einem das Basketballspiel beigebracht hat. Und dann natürlich, von der zweiten Liga zu einer Meisterschaft als Kapitän das Ganze begleitet zu haben, war auch was ganz Besonderes. Also ist schwer abzuwägen, aber es war sicher was Besonderes. Wie schwer ist es dir denn gefallen, später die Karriere zu beenden? Ja, also mental habe ich mich schnell damit auseinandergesetzt. Körperlich habe ich ein bisschen gebraucht, eben diese Herausforderung nicht mehr zu haben. Und dieses Mannschaftsgefüge, das vermisst man natürlich auch sehr. Aber für mich war klar, dass der Schritt irgendwann kommt. Klar, mein Knie hat dazu beigetragen, dass es vielleicht ein bisschen einfacher ist, dass man diese Doppelbelastung am Tag dann nicht mehr haben kann. Aber ich habe schnell wieder in die Spur gefunden. Bin natürlich auch dankbar, dass der Verein mir die Chance gegeben hat oder gibt, hier weiterhin zu arbeiten. Und ich fühle mich eigentlich wie zu Hause. Du bist momentan, du hast es gesagt, beim FC Bayern für die U14 zuständig als Trainer. Wie schnell wurde dir denn klar, dass du die Trainerlaufbahn einschlagen willst? Ja, also ich habe tatsächlich ein bisschen Zeit gebraucht. Die ersten 6, 7 Monate durfte ich mich austoben im Büro. Da war ich so ein bisschen Marketing, Sponsoring unterwegs. Hat mir auch verdammt viel Spaß gemacht. Aber irgendwann konnte ich nicht mehr sitzen und in diesen Computer gucken. Und dann bin ich zum einen oder anderen Jugendtraining gegangen, ein bisschen zugeguckt. Ja, das ist ja doch viel Abstand zu einer Profimannschaft, wieder zurück ins jugendliche Alter. Und habe ich da ein bisschen reingeschnuppert, immer mehr Spaß gemacht. Und dann hat der Verein eben mir die Chance gegeben, auch mal ein Jahr als Co-Trainer mitzugehen in der U14. Und mittlerweile bin ich Headcoach der U14, natürlich auch andere Projekte mit Einzeltraining, Individualtraining mit vielen Kindern. Also es ist so, das kam von so schleichend, das war jetzt nie mein großes Ziel, als Trainer zu arbeiten, aber mittlerweile fühle ich mich pudelwohl. Als Nachwuchstrainer, was braucht man da für Fähigkeiten? Was macht ein Nachwuchstrainer für dich aus? Geduld. Die hat man natürlich ab und zu als Trainer auch nicht oder als Profi. Ja, im Profigeschäft ist Geduld wahrscheinlich eines der Sachen, die man da nicht haben darf. Aber so als Jugendtrainer braucht man natürlich sehr viel Geduld. Und du musst auch die Menschen kennenlernen. Also nicht nur die Spieler an für sich, sondern auch die Eltern. Ja. Du musst auch wissen, woher sie kommen, was für eine Vorgeschichte sie haben. Du musst ein Auge drauf haben, wie sie in der Schule sind. Also da gehört schon das ganze Paket dazu. Aber wenn ich ein Schlagwort raushauen müsste, dann ist es Geduld. Ist es das Ziel, irgendwann auch mal im Herrenbereich, im Profibereich zu arbeiten als Coach? Aktuell gar nicht. Also aktuell macht mir das Spaß, was ich gerade mache. Ich muss natürlich auch noch sehr viel lernen. Also man muss da immer offene Augen und Ohren haben. Wir sind sehr viel in Spanien unterwegs mit unseren Jugendmannschaften, um da einen Einblick zu haben. Und die spanischen Mannschaften sind uns in dem Alter noch zig Jahre voraus, muss man sagen, weil sie auch eine andere Lebenskultur haben und eine andere Einstellung zum Sport, glaube ich. Und das versuchen wir den Kindern natürlich auch zu vermitteln, so mit mehr Spielfreude aufzutreten und das Ganze so als Leidenschaft und Liebe zu sehen. Da
ist, glaube ich, noch viel Luft nach oben und in den nächsten Jahren sehe ich mich schon noch im Jugendbereich tätig. Wir wollen jetzt aber mal auf den Profibereich schauen. Die FC Bayern Basketballer spielen bisher eine sehr erfolgreiche Saison, national und international. Da schauen wir jetzt nochmal drauf. Es ist eine Saison mit vielen neuen Herausforderungen für die Bayern, die sportlich bisher absolut im Soll verläuft, trotz der jüngsten Niederlage in der Euroleague gegen Piräus. Die Bayern starten in die Bundesliga als Doublesieger mit einem Auswärtsspiel in Ulm, gewinnen knapp, aber verdient zum Saisonauftakt. Auch die Hürde-Pokal-Achtelfinale nehmen die Spieler von Trainer Dejan Radonjić gegen Gießen spielerisch und mit Wucht. Der Kader wurde durch 5 Neuzugänge verstärkt und Anfang Oktober mit einem Hochkaräter erweitert. Derrick Williams, ausgestattet mit über 400 NBA-Spielen, 2017 stand er sogar in den NBA Finals, schloss sich dem Bayern an. Der Kalifornier ist zunächst Zuschauer, verpasst das erste Heimspiel der Vereinsgeschichte in der Euroleague gegen Anadolu Efes Istanbul, das die Bayern übrigens deutlich verlieren. Seinen ersten Auftritt hat der 27-Jährige beim zweiten Euroleague-Heimspiel gegen Panathinaikos Athen. Die Münchner gewinnen und Williams zeigt direkt, wofür er geholt wurde. Eine ganz besondere Partie stand Mitte Oktober an. Svetislav Pesic empfing mit dem FC Barcelona nicht nur seinen Ex-Verein Bayern München, sondern auch seinen Sohn Marco. Ein Familienduell, welches Vater Pesic und die Katalanen für sich entscheiden konnten. Die Bayern bezahlen in ihrer Euroleague-Premierensaison immer wieder Lehrgeld. Der Kader ist groß genug für mindestens 30 Spiele mehr, qualitativ hochwertig. Dennoch sind einige Gegner wie Olympiakos Piräus am Dienstagabend erfahrener und noch diesen einen Tick besser. Absolut spitze läuft es dagegen in der Bundesliga. 8 Spiele, 8 Siege bedeuten die souveräne Tabellenführung und nebenbei auch einen Startrekord für die nationalen Überflieger aus München in einer Saison mit vielen unbekannten Herausforderungen. Ja, dann schauen wir doch mal auf die heimische Liga und blicken nochmal zurück auf die letzte Saison der FC Bayern Basketballer. Da gab es dramatische Siege, einmal im Pokalfinale gegen Alba Berlin und dann in dieser Meisterserie über 5 Spiele gegen Alba. Glaubst du, das wird so das Duell, das Basketball Deutschland die nächsten Jahre begleiten wird? Aktuell ja. Also Alba macht einen sehr, sehr guten Job, was in dem Profibereich angeht, aber auch in der Jugendarbeit. Ich glaube, Alba ist so mittlerweile die zweite Größe hinter uns. Und Bamberg darf man natürlich nie vergessen. Also Bamberg hat immer noch einen großen Etat, hat tolle Qualität, hat zu kämpfen mit Verletzungen gerade aktuell. Aber ich denke, wenn ich jetzt meinen Tipp abgeben würde, dann ist es Bayern wieder gegen Alba im Finale. Wir blicken mal auf die Bayern. Seit Ende der letzten Saison, Dejan Radonjić als Trainer da. Er war lange Zeit durchaus umstritten, ist kein Mann der großen Worte, aber der Erfolg gibt ihm recht. Wie erlebst du ihn denn bei den Bayern? Ja, wir als Jugendtrainer gucken natürlich auch gern mal im Training zu bei den Profis und da erlebt man ihn als akribischer Arbeiter. Also das legt sehr viel Wert auf Kleinigkeiten. Im Training verliert er auch nicht viel Worte, aber ich glaube, wenn er dann was sagt, dann wissen die Spieler genau, was gemeint ist. So in der täglichen Arbeit versteht man ihn natürlich noch viel besser, wenn er in den Raum ruft, dann weiß man natürlich auch, was er meint. Viele Worte wird man von ihm nie erleben, aber solange der Erfolg für ihn spricht, gibt es da nichts auszusetzen. Und er ist mit den Bayern in dieser Saison auch in der Euroleague unterwegs, die Königsklasse im europäischen Basketballer. Das bedeutet deutlich mehr Spiele. Wie wichtig, frage ich mal, glaubst du, ist das für den FC Bayern, um da auch als Verein weiter zu wachsen? Ja, ich glaube, wenn du so einen Namen hast wie FC Bayern, willst du auch im allerhöchsten Niveau oder auf dem allerhöchsten Niveau spielen. Und ich glaube, nicht nur für Bayern ist die Euroleague wichtig, sondern auch für die Euroleague der Name FC Bayern. Und das hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass wir die Qualität, glaube ich, haben, mittlerweile auch auf dem höchsten Niveau zu spielen. Und in den nächsten 3 Jahren werden wir auf jeden Fall Euroleague spielen und das ist enorm wichtig, jetzt wenn dann auch die neue Halle kommt in München und die großen Namen zu Gast sind, Real Madrid oder FC Barcelona, ist es natürlich nicht mehr wegzudenken, dass da Bayern nicht mehr in der Euroleague spielen sollte. Über die neue Halle wollen wir auch gleich noch sprechen, aber wir bleiben mal bei der Mehrbelastung durch die Euroleague. Gestern das Spiel gegen Olympiakos, dann geht es morgen direkt gegen Gran Canaria, am Sonntag in der Liga Spitzenspiel gegen Gießen. Aus deiner Sicht als ehemaliger Profi, wie müssen Spieler da dosieren, damit die Kräfte am Ende passen?
Ja, wichtig ist erstmal diese Saisonvorbereitung, wo du sehr hart arbeiten musst, deine Grundlagen, Ausdauer und Kraft irgendwie tanken musst für die Saison, weil während der Saison mit so viel Spielen kannst du auch nicht mehr so intensiv trainieren. Ich glaube, du brauchst einen großen Kater, den Bayern mittlerweile hat, um auch mal Leistungsträger am Wochenende gegen vermeintlich kleineren oder schwächeren Gegner aussetzen zu können. Aber andere Mannschaften müssen die Belastung auch gehen. Und wenn du mal ein Spiel hast, ja, das schon vielleicht im dritten Viertel entschieden ist, musst du eben so dosieren, dass du deine Qualität am Wochenende wieder hast oder am Dienstag oder Donnerstag. Ich meine, da kann man ja fast keinen Tag mehr rausnehmen. Und ich glaube, wichtig ist schon, dass du national deine Leistung bringst, dass du da die Bundesliga gewinnst. Aber vielleicht wirst du das ein oder andere Spiel aufgrund der Belastung auch mal verlieren. Auswärts vor allem ist es nicht so einfach, als FC Bayern in fremde Hallen zu gehen. Ja. Wenn MBC, wie letzte Woche, die spielen ihr Spiel gegen Bayern in der großen Halle in Leipzig. Ja. Das sind so Sachen, die machen das Ganze natürlich nicht einfacher. Lass uns mal über einige Neuzugänge sprechen. Die Bayern haben natürlich hochkarätig verpflichtet im Sommer mit der Euroleague vor der Brust. Unter anderem Maodolo geholt aus Bamberg, deutscher Nationalspieler. Glaubst du, der kann so in die Rolle reinwachsen, die Mannschaft wirklich zu tragen? Ja, ich denke ja. Also letztes Jahr war es ein unglückliches Jahr für ihn, aber man hat gesehen, wie viel Potenzial er hat. Ich glaube, in den ersten Wochen hat er sich schwer getan, hier an das ganze neue Umfeld sich zu gewöhnen, ja, dass er auch sehr viel Verantwortung hat jetzt. Und gerade in den letzten Wochen hat er gezeigt, was er imstande ist zu leisten. Also mit seiner Athletik, seiner Explosivität. Und jetzt kann er natürlich auch jeden Tag mit Jovic einen Point Guard an der Seite, von dem er viel lernen kann, ja, der international mega viel Erfahrung hat. Ich glaube, Maolo wird am Ende des Jahres eine große, große Rolle spielen im Spiel der FC Bayern. Und dann kam auch wirklich ein ganz großer Name mit Petteri Koponen, ein Finne, der aus Barcelona gekommen ist, gilt als super Schütze. Wie wichtig ist es für den FC Bayern, wie wichtig ist es überhaupt für den deutschen Basketballer, überhaupt so einen Namen in die Liga lotsen zu können? Ja, sensationell, welche Namen mittlerweile auch in der Bundesliga angekommen sind und spielen und auch gerne spielen und erfolgreich spielen und auch gerne wiederkommen. Und so einen Namen wie ihn, ich kenne ihn schon ganz lange, ich hab's echt nicht gemocht, gegen ihn zu verteidigen. Insofern sind wir, glaube ich, alle froh, ihn bei uns zu haben. Es zeigt auch, dass er länger hier bleiben will. Er hat einen 3-Jahres-Vertrag bei Bayern unterschrieben und er ist absolut ein Top-Name in Europa, letztes Jahr bei Barcelona gewesen. Und ich glaube, es zeigt, in welche Richtung es in Deutschland geht. Und ja, wir als FC Bayern wollen natürlich auch in der Euroleague nicht irgendwie nur mitlaufen, sondern vielleicht haben so einen kleinen Blick in die Playoffs zu schnuppern. Das wäre schon natürlich sensationell. Und dafür wurde dann auch Derek Williams geholt, ehemaliger NBA-Spieler, fast 500 Mal in der besten Liga der Welt und hat da unter anderem an der Seite von LeBron James gespielt. Allein diese Erfahrung, allein das Spielen mit LeBron James, wie sehr schauen die Spieler da zu ihm auf? Ja, ich glaube, wenn ein NBA-Spieler erstmal einen Weg nach Europa findet, da gibt es immer seine Gründe. Er ist in einem Alter, wo er noch Spitzenbasketball zeigt, also er ist nicht über 30, er ist 27, 28 Jahre alt, also er hat noch viel Luft nach oben. Ich glaube, so ein Spieler wie er, der ist jetzt auch ein bisschen später in der Mannschaft dazugekommen, hat man sofort von Anfang an gesehen, welche positive Energie er mitbringt, welche Athletik, welches Spielverständnis. Und der ist einfach nur grandios, ein Number-Two-Pick, ja, der ist als Zweiter in die NBA gelotst worden, hier in Deutschland zu haben und bei uns. Und ich glaube schon, dass der ein oder andere Spieler die Frage stellen wird, und wie ist es mit LeBron zu spielen? Kann ich mir gut vorstellen. Also das Projekt FC Bayern Basketballer, das strebt in Richtung europäischer Spitze. Du hast eben schon mal das eine Thema angesprochen, neue Halle. Welche Rolle nimmt diese neue Halle ein? Ja, ich muss schon sagen, ich liebe den Audidome. Also ist natürlich auch ein Riesenvorteil als Mannschaft, jeden Tag in der Halle zu trainieren, wo du auch spielst. Das wird ja dann nicht mehr der Fall sein. Du wirst im Audidome weiterhin trainieren, aber in der neuen Halle spielen. Dann nimmst du dir den kleinen Vorteil, aber du hast natürlich mit 11.500 Zuschauern alles neu, alles hochmodern, eine Arena, die in Europa dann auch gern gesehen wird. Und natürlich, wenn du da das deine Heimspielstätte nennen kannst, dann ja, ist es eine feine Sache, glaube ich. So, Steffen, als abschließende Frage. Du kamst gerade eben hier ins Studio und hast gesagt, hoffentlich reden wir nicht so viel über Fußball. Einmal Fußballbezug muss jetzt sein. Und zwar hat man dich ja früher viel mit Basti Schweinsteiger gesehen, der jetzt in den USA ist. Habt ihr noch viel Kontakt miteinander? Ja, sein Leben hat sich ja ein bisschen geändert mit Frau und Kind jetzt und es ist doch eine Distanz. Aber wir haben ab und zu Kontakt und ich glaube, als er hier in München war, hat man gesehen, wie gut es ihm geht. Irgendwelche lustigen Geschichten, die du mit Basti erlebt hast? Ja, sehr viele. Die du aber nicht erzählen willst. Das ist zu gefährlich. Sehr schade, aber trotzdem danke, dass du da warst hier zum 1:1-Tag. Danke euch fürs Zuschauen und viel Spaß weiterhin hier bei FC Bayern TV Live.